Bam, Freunde. Da sind wir wieder mit den MMA-News am Mittwochabend. Chito Vera bezeichnet die aktuellen Champions als Weicheier. Der Druck auf Dana White wächst. AJ McGee bleibt Bellator noch einige Zeit erhalten. Und noch einige weitere spannende Themen nach dem besten Intro auf YouTube. Freunde, schön, dass ihr da geblieben seid. Bevor wir reinspringen, ganz kurz zum Hintergrund. Haben sich ja einige, ich will nicht sagen beschwert, aber gesagt, oh Paco, was ist mit dem Zimmer und also was ist mit dem Kellerraum, Hintergrund hatte mehr Charme. Und ich probiere immer gern ein paar Sachen aus und ich bin offen für Vorschläge. Das heißt natürlich, dass der alte Raum, der ist nach wie vor auch noch da, aber ich finde, das Octagon hat ein bisschen Charme. Ich fand auch jetzt, was ich hier im Intro gewählt habe, gar nicht schlecht, so ein kleines Büro, wo man vielleicht noch ein paar UFC-Bildchen reinballern kann. Aber ich bin offen für Vorschläge. Könnt ihr mir gerne über Instagram oder per Mail schicken. Könnt ihr Vorschläge meinetwegen als Link über Google auch unten in die Beschreibung reinballern, was ihr hier gerne als Hintergrund sehen würdet. Ich bin da relativ variabel. So, jetzt aber genug mit dem Blabla. Jetzt springen wir rein und wir fangen heute an mit Chito Vera. Und mir ist aufgefallen, Chito Vera ist einer dieser Fighter, wo ich hier gerade von wechselnden Hintergründen gesprochen habe. Ich glaube, es gibt kaum einen Fight, vielleicht aus seiner Anfangszeit, aber gerade die letzten Fights, wo der Typ zweimal hintereinander gleich aussah. Was Haare, was Bartstyle, was vielleicht sogar Tattoos anging, der sah fast jedes Mal aus wie ein komplett anderer Fighter. Das ist mir nur am Rande eingefallen. Aber darum soll es natürlich nicht gehen, sondern Chito Vera hat sich einmal über die UFC Champions und im Speziellen natürlich über Aljamain Sterling geäußert, aber auch über TJ Dillashaw. Er hat nochmal betont, das ist ja eine Ungerechtigkeit, die seinesgleichen sucht, dass TJ Dillashaw jetzt, weil er in Ruhestand gegangen ist, nicht weiter getestet wird. Er glaubt, das ist so ein kleines Schlupfloch und wenn TJ dann irgendwann wiederkommt, hat er jetzt komplett diese Benefits bekommen von irgendwelchen verbotenen Substanzen, hat die sich reingeballert, ist jetzt wieder fit geworden, kommt dann in einem Jahr wieder und sagt, ja, ich bin doch nicht im Ruhestand, dann kann man ihm nichts mehr nachweisen. Er sagt, das sollte man zumindest ein Jahr lang noch ein wenig testen. Ich verstehe ihn und dass man natürlich offensichtlich dieses Schlupfloch so ein bisschen schließen möchte, wird natürlich schwierig. Jetzt im Fall von TJ könnte man das vielleicht noch begründen, weil er jetzt nicht so weit weg ist und körperlich jetzt nicht komplett auseinanderfällt, trotz Schulterverletzung. Ist jetzt was anderes, wenn jetzt irgendein Fighter mit 45 seinen Rücktritt erklärt. Dann hat er vielleicht nicht sowas vor und man kann ihn auch in Ruhe lassen. Aber wo zieht man da die Grenze? Bei wem sagt man, bei dem testen wir ein Jahr lang, das sind ja auch Kosten, die verursacht werden. Und bei wem sagt man, nee, dir glauben wir irgendwie nicht so richtig, dich testen wir trotzdem jeden Tag. Kann man, glaube ich, irgendwann rein rechtlich auch nicht. Die Fighter haben ja absolutes Recht, in Ruhestand zu gehen, zurückzutreten und dann noch weiter, ich sage jetzt mal, belästigt zu werden. Ist, glaube ich, rechtlich nicht so eine einfache Geschichte. Ich kann es aber trotzdem verstehen, dass Chito Vera da so ein bisschen meckert. Ich kann auch verstehen, dass er jetzt in Bezug auf den aktuellen Champion, Aljamain Sterling, und er hat da einen Post, einen Tweet rausgehauen nach dem Motto, wir haben keinen Champion, also ein sehr deutlicher Seitenhieb in Richtung Sterling. Und er bemängelt einfach, dass die Champions heute viel zu sehr damit beschäftigt sind, nachdem sie den Titel haben, sich um große Money-Fights zu kümmern und über Legacy zu sprechen, aber nicht nach Legacy zu handeln. Chito Vera nimmt da große Namen in den Mund und sagt, schaut euch Leute an wie Anderson Silva, wie BJ Penn, wie George St. Pierre, wie John Jones. Das sind Leute, die haben den Titel nicht nur gewonnen, sondern danach reihenweise in Ärsche getreten und sind aktiv gewesen. Die haben sich die Kohle verdient, weil die halt dieser Fighting Champion gewesen sind. Und Chito Vera stellt in Aussicht, er wäre genauso. Er würde das ganz genauso machen und einen Contender nach dem anderen abfertigen. Das haben wir schon häufiger gehört. Also es fällt mir, glaube ich, kein Champion ein, der offen gesagt hat, also wenn ich den Titel gewinne, ich werde definitiv erstmal eine Nummer zurückfahren und maximal einmal alle zwei Jahre kämpfen. Die meisten Fighter, je erfolgreicher die werden und wenn sie den Titel gewinnen, müssen wir aber auch der Wahrheit ins Auge blicken, kämpfen dann tendenziell etwas seltener, als wenn die vielleicht gerade anfangen in der UFC sich noch beweisen müssen. Es gibt da durchaus sehr rühmliche Ausnahmen. Also Usman ist ein sehr aktiver Fighter gewesen, Volkanovski ein sehr aktiver Fighter, Israel Adesanya ein sehr aktiver Fighter. Ist jetzt nicht so, dass das jeder Champ macht, aber hier kann ich natürlich verstehen, dass Chito Vera sagt, na, jetzt stell dich nicht so an, wobei natürlich bei einem gerissenen Bizeps kann man das leicht sagen. Das ist natürlich da auch ein bisschen Trash-Talk mit einem Bizeps, der gerissen ist, sollte er definitiv nicht kämpfen und auch nicht ins Trainingscamp gehen. Aber die Intention ist mir klar,
Und an einigen Punkten glaube ich, das ist auch die Realität, dass Fighter das Gefühl haben, wenn die dann einmal Champion sind, oh, jetzt muss ich mir meine nächsten Schritte ganz genau überlegen, gegen wen kämpfe ich, jetzt bin ich in der Position, mir eventuell sogar Fights auszusuchen. Vorher war ich will nicht sagen der Bittsteller, aber derjenige, der gucken musste, wer nimmt den Fight gegen mich an, da musste ich mich bemühen. Du wirst ja vom Jäger zum Gejagten, wenn du den Gürtel hast, und das bringt halt gewisse Annehmlichkeiten mit sich, unter anderem, dass du vielleicht ein bisschen Mitspracherecht hast, gegen wen du als nächstes kämpfst, wobei ich glaube, das wird in der Öffentlichkeit auch etwas zu hoch gehangen. Schlussendlich ist es schon noch die UFC, welche dann diese Fights zumindest erstmal vorschlägt. Unterschreiben müssen dann natürlich noch die Kämpfer. Aber ich glaube auch nicht, dass ein Champion jetzt sagen kann, ja, gib mir Rangliste Nummer 213. So einfach wird es auch nicht gehen. Aber so ein bisschen picky, wählerisch zu werden, da denke ich, da hat Chito Vera schon ein sehr richtiges Statement rausgehauen. Die Luft für Dana White. Und ja, leider kommen wir weiterhin um das Thema nicht drum herum, wobei irgendwann werde ich es boykottieren, wenn zumindest nichts Neues mehr kommt. Jetzt hat sich Daniel Cormier geäußert, so ein Zusammenschluss von mehreren Senatoren, hat einen Brief verfasst an Endeavor. Also die Schlinge zieht sich ein bisschen weiter zusammen. MMA-Seiten posten Artikel mit Endeavor stellt hier Business über die Moral. DC hat sich sehr intensiv geäußert und gesagt, hey, wir wissen alle, dass es falsch ist. Ich weiß es, Dana weiß es, jeder andere. Es gibt keine Debatte, es gibt keine Diskussion. Worüber reden wir hier? Wir sollten nur darüber reden, wie Dana jetzt weitermachen kann. Dieser offene Brief, der da von mehreren Senatorinnen verfasst wurde, von so einer Frauengruppe, da ging es auch darum, wir können das nicht dulden, wir können das nicht zulassen, da muss es Sanktionen geben, da muss jemand bestraft werden. Ich weiß nicht, ob DC recht hat, beziehungsweise, ja, ich sage, er hat nicht recht, es gibt durchaus eine Debatte. Und auch was jetzt diese Frauenbewegung da jetzt fordert mit, ja, also soll man denn jetzt aufhängen oder was? Also was ist denn da das Ziel? Ich hatte mich schon gewundert, als diese Karte der Hautfarbe gezogen wurde. Da habe ich es schon eher auf finanzielle Interessen von ESPN geschoben. Weil wir dürfen auch nicht vergessen, John Jones hat eine Vergangenheit mit diesem Autounfall mit der schwangeren Frau, wo er stiften gegangen ist, dann mit seiner Lebensgefährtin, gut, wo es jetzt kein Video gab, beziehungsweise keine konkreten Anschuldigungen, das wurde fallen gelassen, aber kein unbeschriebenes Blatt, den hat die UFC ja auch nicht rausgeschmissen. Ein Greg Hardy hat auch die Chance bekommen in der UFC, trotz seiner Vergangenheit. Also, ich finde nicht, dass man da jetzt so brutal mit zweierlei Maß misst. Es gibt natürlich auch andere, wie Luis Peña, wie ein Thiago Silva, wo man sagen würde, hey, Damon, den hätte man vielleicht auch nochmal eine Chance geben können, im Zweifel für den Angeklagten, aber dass das jetzt immer so durchgezogen wird und immer auch gewisse Jungs dann die Arschkarte haben, war zumindest in der UFC in der Vergangenheit nicht so. Es gibt durchaus diese Debatte. Ich glaube, keiner von uns sagt, boah, war jetzt voll die super Szene. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Aber es gibt durchaus Leute, die, und dazu zähle ich auch, die jetzt kommen und sagen, was ist denn jetzt großartig passiert? Wurde da irgendjemand ernsthaft verletzt oder krankenhausreif geschlagen? Wenn jetzt auch die Frage nach irgendeiner Sanktion kommt. Es ist ja nicht so, dass jetzt irgendjemand auch Dana White gratuliert hätte und gesagt hat, du kriegst jetzt den Preis für den Typen des Jahres. Also, dass jetzt alle gesagt haben, boah, irgendwie klasse. Für mich kommt die Frau so ein bisschen zu kurz bei dieser ganzen Kritik. Viel wird über Dana White gesprochen. Er muss eine Therapie machen und er ist ein Monster und ein Unmensch. Die Frau ist ja nicht unbeteiligt gewesen. Sie hätte mir auch eine gepfeffert. Ich will das nicht nochmal aufrollen, dass das eine super unglückliche Situation ist und dass man auch keinen Schwächeren schlägt. Ja, da sind wir uns ja auch alle einig. Aber es war jetzt auch nicht so, dass Dana White da jetzt einfach Langeweile hatte, die Frau den komisch angeguckt hat und der auf die draufgegangen ist. Das wäre für mich eine komplett andere Situation. Wenn Dana da jetzt nur aus Gründen des Alkohols, weil ihm langweilig ist oder weil er Frust hat, einfach seine Frau verwichst hätte, dann wäre das eine ganz andere Debatte. Dann würden wir darüber gar nicht sprechen. Aber so habe ich jetzt das Gefühl, da beißen sich Leute dran fest und die wollen jetzt Dana White am liebsten aufhängen. Am liebsten die Hexenverbrennung einführen und sagen, ja, den müssen wir jetzt schlachten, den müssen wir erschlagen. Ja, was haben wir denn dann damit bewiesen? Also ich kann mich damit nicht anfreunden. Ich finde, Dana White hat jetzt in der Öffentlichkeit, was heißt gelitten, aber ist gebrandmarkt, hat sehr viel Häme, sehr viel Spott abbekommen. Das Schlimmste wird sowieso sein mit seiner eigenen Family, mit seinen Kindern. Wie werden die ihn jetzt sehen? Sind wir jetzt alle glücklicher oder ist die Erde ein besserer Ort, wenn Dana White jetzt nicht mehr in der UFC arbeiten darf, wegen dieser Szene? Vielleicht wird die UFC ja besser ohne Dana White. Vielleicht wird sie schlechter, das will ich jetzt gar nicht bewerten, aber
Ist irgendjemand da draußen, der besser schläft, weil Dana White dann jetzt seinen Job verloren hat? Scheinbar gibt es einige Leute, ich kann das aber nicht nachvollziehen. Und logisch, wenn wir Sean Strickland auf einer Karte haben, dann wird es auch das ein oder andere witzige Interview geben. Hat ein Interview mit The Schmo geführt, also das, ich glaube, The Schmo kommt da einfach einmal die Woche beim Training vorbei, dann stellen sie sich vor den Käfig, Strickland zieht sich aus, wird mit ein bisschen Wasser besprüht, der hat so aus, als hätte er gerade trainiert und dann kann er loslegen. Hat einige Sachen rausgehauen. Unter anderem, dass er dieses Mal abliefern will, dass er auch All-In gehen will, dass er ein vorzeitiges Finish, einen Knockout raushauen will, dass er einen richtigen Fight den Fans schenken möchte. Also, dass er plant, Imabov auch vor Ablauf der 5 Runden zu finishen. Er sagt, am Weightcut muss er sich keine Sorgen machen, 205 Pfund, halb Schwergewicht, das schmeckt ihm richtig gut. Strickland hat ja auch mal im Weltergewicht gekämpft. Strickland prangert auch ein bisschen auch die Fans an, die ihn gut finden. Er sagt, wenn du mich gut findest, hast du ein Problem. Wenn du einen Typen wie mich magst, dann stimmt irgendwas nicht mit dir. Das sind so die klassischen Strickland-Sprüche, für die ich ihn auch sehr, sehr lustig finde. Über Paulo Costa hat er gesprochen und als ich die Schlagzeile gelesen habe, hat er gesagt, ja, Costa ist ein Fuckhead mit seinem Deal mit der UFC. Ja, da habe ich erst gedacht, boah, also im Kopf habe ich mir schon zurechtgelegt, das kann ich wahrscheinlich drüber sagen. Dann habe ich zum Glück noch weitergelesen und nicht nur die Schlagzeile. Weil im Kopf hatte ich erstmal, dass er jetzt wahrscheinlich Costa dafür kritisiert, dass er so eine Show macht, nur weil er jetzt ein bisschen mehr Geld will, dass er sich nicht so anstellen soll. Da hatte ich direkt im Kopf, ja, genau deswegen wird so eine Kämpfergewerkschaft nie kommen. Weil wir sehen ja, statt sozusagen, ja, ich kann es verstehen, für mehr Geld steht er ein und dann sage ich im Endeffekt, nee, ich falle ihm in den Rücken und ich nehme sofort seinen Platz, wenn er sich anbietet. Aber so ist es nicht gewesen. Das ist auch mal das Gefährliche, wenn man vielleicht nur die Schlagzeile liest, dann weitergelesen und da hat Strickland, wie ich finde, einen guten Punkt gemacht. Er hat gesagt, wenn du dich selber nicht wie ein Profi verhältst, dann wirst du auch nicht wie ein Profi behandelt, geschweige denn wie ein Profi bezahlt. Und damit spricht er natürlich auf den Weight Cut, den verpassten an mit Gewichtsklassenwechsel gegen Marvin Vettori. Er sagt, Costa war so unprofessionell, dass beinahe Strickland mit ein, zwei Tagen Vorlauf gegen Vettori eingesprungen wäre. Und dann kann er sich halt nicht wundern, wenn die UFC auch nicht so viel Bock hat, jetzt auf seine Wünsche einzugehen, wenn er auf der anderen Seite der UFC so ein großes Fuck you ins Gesicht gehalten hat. Und ich kann mich noch an dieses Interview erinnern, als auch Vettori meinte, ja, du schaffst das Gewicht doch nicht. Du wirst diesen Weight Cut nicht schaffen und du wirst nicht auf der Waage stehen. Und darauf hat dann Costa gesagt, ja, aber das ist dein persönliches Problem. Warum auch immer. Ich meine, das war auch hier ein witziges Interview. Aber Strickland hat da, finde ich, schon einen sehr, sehr guten Punkt, dass er sagt, wenn du dich nicht professionell verhältst, kannst du nicht erwarten, dass du dann auch, wer weiß, wie bezahlt wirst. Es wäre eine andere Nummer, wenn er das Gewicht immer geschafft hätte, keine Probleme, super professionell alles angenommen hätte, dann hätte man vielleicht auch noch mehr Sympathie, so als Kämpferkollege. Man darf aber, glaube ich, auch nicht vergessen, die Fighter gehen ja alle durch dieses Stahlbad. Die gehen ja alle durch diesen Weight Cut. Und vielleicht ist das unter den Fightern auch so ein bisschen wie, nehmen wir jetzt mal bei mir das Beispiel, Pünktlichkeit. Ich stehe da jetzt nicht mit der Uhr und stoppe die Sekunden, aber mir ist schon wichtig, wenn ich irgendwo hingehe, dass ich versuche, pünktlich da zu sein, wann es vereinbart wurde. Der Deutsche in mir, der will vielleicht irgendwie 10 Minuten früher da sein. Der Grieche in mir sagt, ja, 10 Minuten nachher geht irgendwo auch noch. Ein paar Stereotypen haben wir jetzt auch noch mit reingeworfen. Aber ich bemühe mich immer, pünktlich da zu sein. Wenn ein anderer jetzt nicht pünktlich kommt, und da habe ich auch einige im Freundeskreis, die dann grundsätzlich ein bisschen später kommen, zeigt mir das einfach immer, ey, meine Zeit ist dir nicht so kostbar wie deine eigene. Sonst würdest du mich ja hier nicht warten lassen. Und jetzt, um dieses Gleichnis zu nehmen, auch bei den Fightern, dass einige denken, ey, ich habe ja auch Hunger. Ich habe auch meinen Körper ans Limit gebracht mit dem Wasser, was ich rausgebracht habe, in der Sauna auf dem Fahrrad gewesen. Du zeigst mir jetzt den Mittelfinger, indem du dann irgendwann einfach gesagt hast, ja, weißt du, was mache ich nicht, komm, scheiß drauf, ich setze mich jetzt zu Mc's, zieh mir einen Burger rein und dann bin ich halt ein paar Pfund drüber. Dass da einige Fighter durchaus abgefuckt sind. Also da hätte, glaube ich, Costa so ein paar mehr Sympathiepunkte sammeln können, wenn er sich vorher auch anders verhalten hätte, gerade in diesem Weight Cut mit Vettori. Und apropos Vettori, über den sprechen wir gleich noch, aber die Bromance ist raus. Vettori war auch im Hintergrund im Interview mit The Schmo zugegen und hat dann auch ein bisschen was gesagt. Und meinte, ja, wir werden die größten Bösewichter im nächsten Jahr sein. Ne, die Katze ist aus dem Sack. Wir beide sind hier dicke Kumpels. Dass sie schon häufiger zusammen trainiert haben. Es gab ja auch mal diese WhatsApp-Gruppe von Strickland, von Till, von Vettori, von Chimaev.
wurde dann so ein bisschen aufgelöst. Einige wurden rausgeschmissen, weil die dann nicht mehr bei Extreme Couture trainiert haben. Aber Vettori macht einige Sachen scheinbar anders im Vergleich zu früher. Und ja, Strickland und Vettori, ich glaube, das könnte eine sehr witzige Mischung werden. Und damit kommen wir zu Marvin Vettori. Der hat nämlich über Robert Whittaker gesprochen, beziehungsweise über den nächsten Titelkampf im Mittelgewicht. Und er sagt, ja, Whittaker hat jetzt viele Leute besiegt, hat mich auch besiegt. Der Typ ist definitiv gut und verdient einen Title-Shot. Und er glaubt auch, dass er gewinnen würde wegen seinem Grappling gegen Alex Pereira. Glaubt auf der anderen Seite, dass Alex Pereira erneut gegen Izzy gewinnen würde, falls sie nochmal aufeinandertreffen. Ich muss hier auch sagen, Vettori, früher hätte es vielleicht noch ein anderes Interview von ihm gegeben, wo er gesagt hat, ich brauche den nächsten Title-Shot, der Sieg von Whittaker war doch gar nicht so beeindruckend gegen mich. Scheint hier so an einigen Punkten so ein bisschen gereifter zu sein. Mit Till trainiert, im Tiger Muay Thai Gym, da jetzt auch nicht irgendwie aggro auf den zugegangen, sondern dann so ein paar Runden einfach gemeinsam im Sparring gehabt. Gefällt mir sehr gut, was ich so in letzter Zeit sehe, höre von Marvin Vettori. Er scheint da so ein paar Sachen abgestellt zu haben, wo ihm vielleicht auch sein Ego einfach so ein bisschen im Weg stand. Natürlich sagt er, hey, ich würde den Fight auch nehmen, ich würde auch nicht drauf spucken und ich glaube, dass ich mich auch ganz gut schlagen würde halt aufgrund meines Stils. Ja, das ist selbstbewusste Antwort, aber ohne jetzt irgendwie großkotzig daherzukommen. Natürlich muss er vielleicht auch etwas kleinere Brötchen backen, nachdem er jetzt halt seinen letzten Fight dann verloren hat. Whittaker, denke ich, sind sich die meisten einig, hätte einen Title-Shot ebenfalls verdient, gerade wenn es ein frischer Champion ist, sage ich mal. Aber das Mittelgewicht befindet sich irgendwie auch in einer merkwürdigen Situation. So ähnlich wie auch das Weltergewicht. Wir hatten in beiden Divisionen einen langjährigen Champion. Und dann gab es den Fight, wo der Titel verloren gegangen ist. Für viele war eigentlich klar, es kommt ein Rückkampf, aber irgendwie ist noch nichts unterschrieben. Irgendwie steht noch kein Datum. Izzy hat so ein bisschen mysteriös angekündigt, der muss sich jetzt auch ein bisschen um seine eigene Gesundheit kümmern. Natürlich, Gesundheit geht vor, Izzy alles Gute. Aber das Rad dreht sich auf der anderen Seite auch weiter. Das heißt, die ganze Division wird jetzt nicht warten, bis diese ganze Nummer geklärt ist, sondern da muss es dann irgendwo weitergehen und ein neuer Kampf am Horizont muss erscheinen für Alex Pereira, damit der sich vielleicht auch ein bisschen, ich will nicht sagen rechtfertigen kann, in den Augen vieler Fans, aber halt mehr ist als nur die coole Geschichte, die man für Israel Adesanya hatte, damit man jetzt einen interessanten Titelfight machen kann. Sondern einfach auch Alex Pereira, der super MMA-Kämpfer, der sich angepasst hat, der nicht nur ein gefährlicher Kickboxer ist, sondern es auch schaffen wird, Takedowns zu verteidigen, wieder auf die Beine zu kommen und ja, keine Laufkundschaft ist und nicht jetzt von allen, die halbwegs grappeln können, überrollt wird und auseinandergenommen wird. Das muss er natürlich jetzt noch zeigen. Das Schwierige für ihn ist, er bekommt jetzt nicht den Vorlauf, den vielleicht andere bekommen haben, dass er dann vielleicht einen Grappler bekommt, der nicht ganz so stark ist, sage ich jetzt mal vorsichtig. Er springt jetzt ganz nach oben in dieser Division und muss direkt gegen die ganz brutalen Jungs in dieser Division herhalten, gegen einen Whittaker, der das mit Sicherheit sehr besser kombinieren kann als vielleicht jetzt jemand, der außerhalb der Top 15 ist. Ich bin gespannt, was sich da ergeben wird. Es gibt viele Leute, die da so in diesem Mix drin sind, wo ich mir vorstellen kann, soweit sind die nicht weg von einem Title Shot. Whittaker müsste aber eigentlich ganz oben stehen, knapp hinter Izzy. Je nachdem, was mit ihm ist, kommt er wieder, kommt er nicht wieder. Wann kommt er wieder? Ich gehe davon aus, dass die Karriere nicht beendet ist, aber hat er erst noch irgendwelche gesundheitlichen ernsten Probleme, die bereinigt werden müssen? Wann ist das der Fall und kann vielleicht Whittaker in der Zwischenzeit gegen Alex Pereira kämpfen und sich vielleicht den Titel schnappen? Sprechen wir über Charles Oliveira? Nein, ich werde jetzt nicht noch einmal das Video, was ich vorhin schon um 12 Uhr rausgeballert habe, das werde ich jetzt nicht noch einfach nochmal nachplappern oder wiederholen. Wer Bock hat, kann sich das natürlich gerne angucken. Wir reden über die Antwort, die es gab von Armand Tsarukyan. Das war eine kurze Antwort. Klingt gut. Hat er einfach nur gesagt, auf März, April angesprochen. Und ich kann es Tsarukyan natürlich nicht verübeln. Aber ich glaube, sowohl Charles als auch viele andere werden eher sagen, ja, ein netter Versuch, dich hier irgendwie reinzuschleichen und dann und ans vordere Ende der Schlange zu stellen, aber stell dich mal wieder ein bisschen hinten an. Es ist vielleicht nicht unbedingt fair, wenn viele in der Top 5 so auf ihrer Position sitzen, aber fair wäre es jetzt auch nicht. Charles Oliveira hat gegen absolute Killer gekämpft, dann den Titel verloren gegen einen starken Islam Makhachev, dass er jetzt sofort außerhalb der Top 5 irgendwie fighten müsste. Ich finde es schon fair, wenn er da noch auf platzierungstechnisch einem Level sich umgucken kann. Für Tsarukyan ist es natürlich sehr frustrierend. Ich verstehe das.
Und er ist in dieser Position, ähnlich vielleicht wie auch ein Mateusz Gamrot, ist ein Fighter, gegen den mit Sicherheit nicht viele gerne antreten wollen. Nicht aus Gründen, dass die Angst hätten, sondern ich glaube, das ist da einfach immer ein Abwägen, Risiko und Ertrag. Was riskiere ich? Und Tsarukyan ist ein hervorragender Kämpfer. Vielleicht noch der ein oder anderen Feinschliff braucht er im Stand, aber was sein Grappling angeht, was sein Tempo, was seine Ausdauer angeht, der Typ ist verdammt gut. Und wie alt ist er? 25, 26. Das ist beängstigend, wenn man drüber nachdenkt, auf welchem Niveau er grappling-technisch jetzt schon ist. Und ich gehe nicht davon aus, dass er in den nächsten 3-4 Jahren schlechter werden wird. Mateusz Gamrot ist noch eine Ecke älter, aber auch der ist ein Fight, wo mit Sicherheit nicht alle sagen werden, boah, geil. Das ist ein brutal schwerer Gegner, der vor allen Dingen, und das ist vielleicht sogar noch bedeutender als das reine Skillset, der Hunger. Ich bin mir sicher, beide trainieren aktuell so, als hätten die bisher noch gar nichts erreicht. Als hätten die noch keinen Fight gewonnen. Die wollen ganz nach oben. Die wollen in die Top-Platzierung, die wollen den Titelkampf, die wollen den Titel gewinnen. Und diesen Hunger, gegen den anzutreten, ja, das ist einfach ein großes Risiko. Egal, wie gut dein Skillset ist, wenn du gegen diese, ich nenne sie jetzt mal jungen Wilden, auch wenn Mateusz Gamrot schon über 30 ist, wenn du gegen die in den Käfig steigst, weißt du, da wird dich sehr wahrscheinlich die Hölle erwarten. Die werden nicht so schnell klein beigeben. Ich kann mir vorstellen, dass auch Charles Oliveira so einen Fight annehmen würde, aber noch nicht jetzt. Weil ein Sieg gegen Tsarukyan für Charles Oliveira wahrscheinlich nicht so viel machen würde, wie ein Sieg jetzt gegen Benil oder einen anderen aus dieser Top-Platzierung. So bedeutend ist halt der Name von Tsarukyan noch nicht. Ich werf's ihm nicht vor, dass er hier versucht, seinen Hut irgendwie ins Spiel zu bringen und reinzuwerfen. Ich gehe aber nicht davon aus, dass er da irgendwie eine Antwort bekommt. Wenn es für Tsarukyan jetzt schnell gehen könnte, irgendwo in dieser Division, dann glaube ich nur über einen, ich springe kurzfristig ein. Wir haben irgendwo einen Fight am Horizont, meinetwegen ein Benil gegen einen Charles, ein Dustin gegen einen Benil, ein Dustin gegen einen Charles, ein Gaethje gegen einen Fisiev. Tsarukyan, das wäre so mein Tipp, sollte sich einfach fit halten, mit dem Gewicht on point sein, ungefähr um den Fight herum und falls einer ausfällt, dann die Gelegenheit beim Schopfe zu packen. Dann rutscht er vielleicht rein, dann kriegt er vielleicht seinen Top-5-Kampf relativ kurzfristig. So mit Herausforderung wird es nicht einfach für ihn, befürchte ich. Es ist schade für ihn. Tsarukyan würde ich gerne sehen gegen einen dieser Männer, aber so wird das Spiel halt aktuell im Leichtgewicht gespielt. Vorab, es gibt keinerlei Gerüchte, die irgendwie darauf hindeuten, dass jetzt alles nur aus, ich würde sagen, aus der Feder, mehr aus dem Kopf von Chael Sonnen entstanden. Aber ich nehme das ja häufig mit rein in solche Videos. Es ist ein sehr, sehr interessanter Denkanstoß. Chael Sonnen fragt sehr direkt, wie wichtig ist Khabib Nurmagomedov für die Karriere von Islam Makhachev? Er zieht da ein bisschen die Parallele von Khabib und seinem Vater. Nicht, dass jetzt Khabib wie der Vater für Islam wäre, aber der war unglaublich wichtig für Khabibs eigene Karriere. Das hat man, glaube ich, auch bei dem letzten Fight ohne seinen Vater gegen Gaethje gemerkt. Was für ein Faktor, was für ein wichtiger Einfluss dieser Mann in der Karriere von Khabib gespielt hat, welche Rolle er dort gespielt hat. Ist das bei Islam ebenfalls so, dass er vielleicht sagt, und diese Frage stellt Chael Sonnen, dass er entweder in Ruhestand gehen könnte, weil er sagt, boah, nee, ohne meinen Buddy, ohne meinen Busenfreund mache ich das hier nicht, oder dass er einfach beeinflusst werden könnte, seine Performance beeinflusst wird, wie gut ist er ohne Khabib Nurmagomedov? Ja, Chael Sonnen stellt die Frage, ich finde den Denkansatz auch spannend, ich glaube aber, das wird zu hoch gehangen. DC hat sich dazu geäußert, viele haben sich jetzt dazu geäußert. Ich denke mal, wir können damit rechnen, Khabib wird einfach nur kürzer treten. Kann sich nicht zerreißen für die ganzen Jungs, die vielleicht alle ihn an seiner Seite haben wollen. Kurz sah es so aus, als ob Coach Khabib quasi der Workaholic schlechthin ist und ein Trainingscamp nach dem anderen mitmacht und alle coachen würde. Ich kann mir vorstellen, dass da einfach das Privatleben, das Familienleben so übel auf der Strecke geblieben ist, dass er da jetzt selber realisiert hat, ja, das werde ich nicht hinbekommen können. Will er vielleicht auch seiner Frau und seinen Kindern nicht zumuten? Die haben schon ihr ganzes Leben lang auf ihn mehr oder weniger verzichten müssen, zu 60-70% der Zeit. Das will er jetzt nach seiner aktiven Karriere wahrscheinlich nicht so fortführen. Natürlich ist es für Islam wahrscheinlich eine gute moralische Stütze und auch ein guter technischer Ratgeber, mit Khabib zu trainieren und den in seiner Ringecke zu haben, aber Islam ist über 30 Jahre alt. Islam hat wie viel? 24 Profikämpfe gemacht, mehr oder weniger, so um den Dreh.
ist amtierender Champion. Ja, ich gehe davon aus, dass der ein oder andere Prozentpunkt dazukommt oder weggeht mit Khabib bzw. ohne Khabib. Aber Islam wird ja jetzt nicht da total auseinanderfallen. Also das würde mich schwer wundern. Ne? Nichts ist unmöglich in diesem verrückten Leben, aber dass er dann jetzt nicht mehr weiß, was er machen soll, in welchem Stand er arbeiten soll und wie ein Takedown funktioniert, das kann ich mir nicht vorstellen. Also glaube ich nicht, dass Islam Makhachev so mit seiner Leistung abfällt, weil jetzt halt sein Mentor nicht mehr in seiner Ecke gewesen ist. Vielleicht beim Training ein bisschen, diese zusätzlichen Arschtritte, die fehlen. Keine Ahnung, ist jetzt schwierig aus der Distanz zu beurteilen. Ich denke, der ein oder andere Prozentpunkt weniger wird dabei sein. Das gilt ja für jedes Team, für jeden guten Coach, für jeden guten Trainingspartner. Aber dass Islam Makhachev da jetzt hilflos ist oder ganz im Gegenteil, dass er da jetzt irgendwie an Rücktritt oder sowas denkt, das halte ich für zu weit hergeholt von Chael Sonnen in diesem Fall. Ich würde sogar sagen, auch wenn der ein oder andere Prozentpunkt vielleicht abfällt, ganz im Gegenteil. Es könnte eine der besten Sachen sein, die jetzt Islam passieren können, wenn Khabib sich weiter zurückzieht. Einfach aus dem Grund, ne, nehmen wir jetzt mal Freundschaft und Training und das alles außen vor. Khabib zieht natürlich immer viele Blicke auf sich. Bindet viel Aufmerksamkeit. Das kann vielleicht sogar gut sein, weil dann Islam nicht so im Fokus steht. Aber kann er jemals aus dem Schatten heraustreten, wenn quasi immer Khabib an seiner Seite ist, wenn immer Khabib zuerst interviewt wird, auch wenn Islam vielleicht sogar den Gürtel geholt hat? Oder ist das einfach die Gelegenheit für ihn, komplett aus dem Schatten herauszutreten und zu sagen, da ist Khabib, ich bin Islam, ich ziehe mein eigenes Ding durch. Ich bin Champion im Leichtgewicht geworden, ich plane den Titel mehrmals zu verteidigen, ich plane aufzusteigen, hat er ja ebenfalls schon mehrmals gesagt. Dann wird er einfach komplett seine eigene Geschichte schreiben, ohne sich so sehr abhängig zu machen. Von daher, was einige vielleicht jetzt als Krise bezeichnen, würde ich da doch eher als große Chance, als große Gelegenheit für Islam Makhachev sehen. Apropos große Gelegenheit. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Aljamain Sterling, der hier, finde ich, ein pfiffiger Spitzname, Aljo Co-Main, weil er halt keine Card alleine leitet, sondern meistens immer im Co-Main-Event ist. Guter von Sean O'Malley. Sugar Sean O'Malley hat jetzt, also Aljamain Sterling fällt ja wahrscheinlich jetzt erstmal aus, beziehungsweise ist nicht im März fit, möchte das Ganze dann etwas weiter nach hinten verschieben. Und wo man vielleicht das Gefühl hat, ah, vielleicht will Sterling da einfach nur ein bisschen auch Sekudo auf die Probe stellen und etwas auf die Folter spannen, da nimmt O'Malley ihm das jetzt komplett vorweg und sagt, ja gut, wenn Aljo Co-Main nicht fit sein sollte, dann kämpfe ich halt gegen Henry Sekudo. Gar kein Problem. Und dann könnten quasi die beiden im März, im April den großen Fight veranstalten, der eigentlich jetzt für Aljamain Sterling reserviert gewesen ist. Es ist natürlich nicht dasselbe. Es wäre wahrscheinlich, ich kann mir gut vorstellen, ein Interim-Titelkampf. Aber ich verstehe nicht so richtig, warum oder wo der Vorteil ist für O'Malley, diesen Kampf jetzt anzunehmen. Es ist ein sehr, sehr hohes Risiko. Der Ertrag ist, er kriegt einen Interim-Gürtel. Das ist nicht dasselbe wie, und scheinbar kann er ja abwarten und dann einen richtigen Title-Shot direkt bekommen gegen den Sieger. Andererseits, Inaktive verdienen selten Geld, wenn er Kohle verdienen möchte, wahrscheinlich auch nicht zu wenig und vielleicht auch mal seine eigenen, wie viel Pay-Per-Views verkaufe ich denn, Werte messen möchte, dann ist ein Fight gegen Sekudo gar nicht so eine schlechte Idee. Es wundert mich, weil ich glaube, das ist viel Risiko für O'Malley, aber ich finde es geil. Ich finde es geil, dass er sich da auch nicht jetzt irgendwie zurücklehnt und sagt, nee, ich warte weiterhin ab, wenn das natürlich ernst gemeint ist, sondern dass er hier sagt, ja, dann machen Henry Sekudo und ich halt diesen Fight. Für Sekudo wäre das eine Nummer, ja, bei ihm könnte man auch sagen, Risiko, jetzt noch einen Fight vorher anzunehmen, obwohl er ja quasi einen Titelkampf garantiert hat, ist es das wert für einen Interim-Gürtel? Ich glaube, rein vom Stil her ist es für Sekudo nochmal eine andere Nummer. Henry wird versuchen, sein Grappling einzusetzen, sein Ringen einzusetzen gegen O'Malley. O'Malley ist von Hause aus ein Striker. Das heißt, die Achillesferse ist, bring den auf den Boden, versucht den dort zu halten, was die Spezialität ist von Henry Sekudo. Rein vom Matchmaking her, von Skill trifft auf Skill, für Henry Sekudo, glaube ich, keine schlechte Idee, diesen Fight unterwegs mitzunehmen, vielleicht den Interim-Gürtel einzusacken, um dann irgendwann im Juni, Juli gegen Sterling zu kämpfen, um diesen Titel zu vereinen.
Das wären zwei sehr lukrative Kämpfe, glaube ich, für Sukuna. Also Sukuna, denke ich, wäre hier durchaus an Bord. Vielleicht kommt es am Ende auch komplett anders und O'Malley schafft es, Henry Cejudo auszunocken bei seiner Rückkehr. Würde natürlich auch sehr gut schmecken und den Hype dann auf den Sterling-Fight nochmal anwachsen lassen. Das ist jetzt aber alles viel Spekulatius. Grundsätzlich muss ich sagen, cool von O'Malley, wenn es ernst gemeint ist, dass er dieses Risiko geht. Das ist, glaube ich, das auch, was Chito Vera meinte. Das wünscht man sich ja viel mehr. Nicht immer das, was ich jetzt hier mache, aber ich bin ja auch irgendein Spinner im Keller, der da die Risiken abwägt und sagt, ja, mach lieber das, mach lieber jenes, sondern die Fighter, die sagen, weißt du was, fuck off. Ich habe hier sowieso schon einen Job, der relativ gefährlich ist, Profikämpfer zu sein, ich riskiere es. Wenn ich scheitere, dann gehe ich unter mit wehenden Fahnen und dann nehme ich halt einen neuen Anlauf. Das sind Fighter, die werden groß, die machen Kohle. Kommen wir zum Blitzlicht. Mehreren etwas kürzeren Meldungen. Ich weiß, kurz halten kann ich mich normalerweise nicht. Hintereinander. Wir fangen an mit Kevin Lee, der, und das war eigentlich auch klar, nachdem feststand, Jake Paul hat wirklich unterschrieben bei der Professional Fighters League, dass dann früher oder später die ersten Herausforderungen kommen. Anthony Pettis ist einer der ersten gewesen und auch Kevin Lee sagt, wenn er einen Money Fight haben will, bin ich genau der richtige Mann. Wenn er sich beweisen möchte vor der MMA-Welt, bin ich ebenfalls genau der richtige Mann. Ich habe so viel Erfahrung gegen Weltklasse-Fighter. Ich habe gegen 6 Champions gekämpft. Gegen wie viel er gewonnen hat, hat er jetzt nicht gesagt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele von diesen 6 Champions er auch besiegen konnte. Und er sagt, ich bin in meiner Prime. Es wäre schon ein Erfolg für Jake Paul, wenn er aus der ersten Runde rauskommt mit mir. Kevin Lee ist manchmal auch so ein Typ, ist ein super Fighter, aber ich glaube, der ist ein bisschen zu sehr von sich selbst überzeugt. So, Demut ist nicht sein Ding. Das ist nicht seine Stärke. Passt vielleicht auch nicht zu einem Fighter, da muss man selbstbewusst sein, aber nachdem er im letzten Fight vielleicht jetzt nicht wie der Weltenzerstörer aussah gegen Diego Sanchez, über den wir gleich auch noch sprechen, dann jetzt hier der ultimative Prüfstein zu sein. Ich meine, ich gehe davon aus, dass Kevin Lee in einem MMA-Kampf mit Jake Paul den Boden wischt. Aber dass er jetzt der Mann ist, auf den auch Jake Paul gewartet hat, ich glaube, da schätzt er sich selber etwas zu hoch ein, auch den Wert seines Namens, den Bekanntheitsgrad. Jake Paul wird, glaube ich, wenn er jetzt wirklich sein MMA-Debüt feiert, dann wird das jemand sein, der einen großen, sehr, sehr großen Namen in dieser Szene hat. Jemand wie Nate Diaz vielleicht. Oder jemand, der schon deutlich zum Ende hin seiner Karriere ist oder schon sehr, sehr weit über den Zenit hinaus ist, alterstechnisch. Was Sinn macht, wenn er seinen ersten MMA-Profikampf macht, sollte er den nicht machen auch nicht gegen Nate, aber da ist einfach der große Name, der diesen Moneyfight verspricht, aber nicht gegen jemanden wie Kevin Lee, der noch keine 30 ist, in seiner körperlichen Prime ist, ein sehr guter Ringer ist. Das ist keine gute Idee, da gegen so jemanden seinen ersten Profi-MMA-Kampf zu machen, meiner Meinung nach. AJ McGee bleibt Bellator noch etwas länger erhalten und es geht nicht nur über mehrere Fights, sondern auch über mehrere Jahre. Mehr Vertragsdetails sind noch nicht draußen. Soll auf jeden Fall auch im Leichtgewichts-Grand Prix teilnehmen. Da steht wieder 1 Million auf dem Programm, beziehungsweise als Gewinn ganz oben und natürlich ein Titelkampf. Das ist für Bellator eine sehr, sehr gute Nachricht, weil AJ McGee für mich einer der talentiertesten Fighter im Roster von Bellator ist. Und dass man den jetzt, und er nähert sich ja jetzt gerade, glaube ich, erst alterstechnisch körperlich seiner Prime, dass man ihn noch halten kann und nicht schon verliert. Vielleicht irgendwann noch erst etwas später, so wie das bei einem Eddie Alvarez oder bei einem Michael Chandler der Fall gewesen ist, bei einem Will Brooks der Fall gewesen ist. Gut, der hatte jetzt nicht so einen erfolgreichen Lauf in der UFC. Aber den in seiner Prime vielleicht noch zu behalten, das ist schon stark, dass AJ McGee da nicht jetzt vielleicht schon diesen Wechsel forciert hat. Ist dann auch immer die Frage, bist du lieber der große Fisch im kleinen Teich oder ja, einer von vielen in dem größeren Teich in der UFC? Bellator hat auch viele großartige Fighter, aber die Dichte ist halt ein bisschen höher in der UFC. Trotzdem für Bellator definitiv gute Nachrichten. AJ McGee, ein herausragender Fighter. Und wo wir bei einem Turnier sind mit 1 Million Preisgeld, One Championship wird ebenfalls ein Turnier veranstalten im nächsten Jahr. Ein 16-Mann-Grand Prix, der Sieger kriegt 1 Million Dollar. Aber es gibt zwei Besonderheiten. Einmal ist es ein Muay Thai-Turnier. Okay, da werden jetzt einige sagen, geil, ich schaue mir am liebsten Standkämpfe an. Ich bin in allererster Linie MMA-Fan. Ich finde es schade, ich finde MMA noch besser. Aber eine zweite sehr interessante Sache und deswegen vielleicht auch Muay Thai und nicht unbedingt MMA, weil beim MMA vielleicht der Gewichtsvorteil gerade beim Grappling noch mehr, noch massiver wäre. Es ist ein Open-Weight-Turnier. Das heißt, unabhängig davon, wie groß, wie schwer du bist, es kann sein, dass dort einer aus dem Schwergewicht auf einen aus dem Fliegengewicht
trifft. Und damit wirbt One auch, dass sie sagen, ein verrücktes Turnier, alles ist möglich, ein großer Kerl gegen einen kleinen Kerl. Es ist Open Weight. So ein bisschen vielleicht von früher auch wieder diese Pride-Vibes, wo wir einige von diesen, ich nenne sie mal Monster-Fights, gesehen haben. Japan ist sowieso immer bekannt dafür gewesen. Gut, One Championship ist jetzt in Singapur beheimatet. Aber ich glaube, die machen es richtig an ganz vielen Punkten. Die probieren einfach auch Sachen aus. Testen es. Wie kommt es an? Open Weight, Muay Thai, 16 Mann, 1 Million. Wie viele Augen zieht das auf sich? Grappling, einen eigenen Gürtel auch beschert, Gewichtsklassen beschert. Wie gut kommt das an? Ich glaube, das ist sehr, sehr gut angekommen. One Championship macht halt einige neue Dinge. Einige Dinge, die vielleicht früher in anderen Promotions schon Erfolg hatten. Und vor allen Dingen einige Dinge jetzt anders als die UFC. Sie bieten da für mich einfach ein anderes, ein neueres Produkt, ein innovativeres vielleicht auch, einfach Abwechslung. Irgendwas anderes. Und ich glaube, das ist genau der richtige Weg, um der UFC Konkurrenz zu machen. Nicht einfach nur zu sagen, wir machen das, was die UFC macht, genauso. Wir haben nicht dieselben Fighter, vielleicht etwas schlechtere Fighter. Wir bieten einfach 1:1 das ähnliche, selbe Produkt an. Sondern wir gehen in eine komplett andere Richtung. Bei uns seht ihr von Grappling zu Muay Thai, zu eine Runde Muay Thai, eine Runde MMA, zu so einem Open Weight Grand Prix. Ein ganz buntes Mischmasch. Wenn jetzt noch diese Übertragungsrechte für den deutschen Markt gesichert wären, dann hätte ich keine Wünsche mehr offen. Diego Sanchez wird wieder kämpfen, wird bei Knucklemania 3 am 17. Februar in den Ring steigen, Bareknuckle gegen Austin Trout. Ehemaliger, lasst mich nicht lügen, ich meine WBA Box-Champion, 37 Jahre alt, Diego mittlerweile 41. Er wurde getestet, alle medizinischen Tests bestanden und darf dann jetzt halt in den Ring steigen ohne Handschuhe. Oh. Eigentlich dieser Prototyp, wo ich mich immer sehr schwer tue, gerade bei Bareknuckle FC. Das Format auch hier, was Erfrischendes, was anderes, finde ich gar nicht schlecht. Es sieht vielleicht ein bisschen brutaler aus. Schlussendlich besser hier als mit den großen Handschuhen um die Hände, weil da kriegst du noch mehr Schläge gegen die Birne. Vielleicht ist bei Bareknuckle FC ein bisschen früher beendet. Aber ich weiß nicht, warum er auf die Idee kommt, dass er gegen einen Profiboxer beim reinen Boxen so gute Karten hat. Ja, Artem Lobov hat das auch geschafft, gegen einen sehr guten Profiboxer oder ehemaligen Profiboxer zu bestehen und sogar zu gewinnen bei Bareknuckle FC. Aber hier habe ich das Gefühl, da ist ein Desaster vorprogrammiert. Diego Sanchez gegen Austin Trout bei Knucklemania 3 werden wir es sehen. Auf ein etwas schräges Video von Duplessis bin ich gestoßen und ich muss sagen, einmal bin ich froh, dass er nicht mehr diese Schlüpfer trägt in der UFC, aber da sieht man, wie unfreiwillig witzig dieser Sport einfach mal sein kann. Ich lasse es mal kurz laufen. Also der Gegner verliert seinen Mundschutz und Duplessis, so frei nach dem Motto, ja, ein für Mama, ein für Papa, so macht den Mund auf, der Löffel muss rein, setzt den wieder ein, um danach den auch natürlich direkt so einem Härtetest zu unterziehen und dem richtig die Visage zu vermöbeln, brutales Ground and Pound niederregnen zu lassen. Unfreiwillig komische Nummer, wie ich finde. Die hat so ein bisschen die Runde gemacht, ein bisschen viral gegangen, diese Szene. Fand ich sehr witzig und wollte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Hey, safety first, erstmal den Mundschutz rein und danach, boah, ich schlag dich jetzt tot aus dieser Ground and Pound Position. Ja, MMA ist schon manchmal eine echt verrückte Nummer. Und zum Abschluss noch so eine kleine, ja, wo könnt ihr UFC nächstes Jahr möglichst kostengünstig sehen? Nachricht, The Zone bietet jetzt Pakete an. Da wollte ich euch einmal ganz kurz auf den neuesten Stand bringen. Interessant sind da eigentlich nur The Zone Unlimited und The Zone Standard, The Zone World. Da ist nämlich die UFC nicht enthalten. Ich gehe jetzt nicht so sehr drauf ein, was noch alles zu sehen ist. Würde ich euch nicht langweilen, welche Fußballligen und welche nicht. Ich denke, ihr guckt dieses Video auch, weil ihr hauptsächlich an Kampfsport interessiert seid. Also wie gesagt, bei diesen beiden Modellen, bei diesen Paketen gibt es das UFC-Paket und Boxen mit dabei. Standard kostet, wenn ihr das über 12 Monate abschließt, 25 Euro im Monat. Ja, das ist schon vielleicht gar nicht so schlecht. Monatlich kündbar wäre es dann mit 30 Euro. 12 Monate Vorteilspreis bei Unlimited, bei Unlimited habt ihr alles drin. Standard ist mehr dann halt nur für Kampfsport interessant, bei Unlimited. Für 30 Euro monatlich habt ihr das komplette The Zone-Programm. Wenn ihr monatlich kündigen wollt, also nicht den Einjahresvertrag, dann seid ihr bei 40 Euro. Die 25 Euro, die können sich lohnen. Wenn man guckt, dass ja der Fight Pass einen Zehner kostet im Monat und knapp 18 Euro müsst ihr dann immer noch für den Pay-Per-View bezahlen.
habt ihr jetzt einen, kommt ihr insgesamt auf 28 Euro. Das heißt, ihr wärt im Schnitt schon jeden Monat mit 3 Euro bei DAZN günstiger dran. Habt aber natürlich auch nicht immer alle Prelims, wenn kein deutschsprachiger Fighter da irgendwo vertreten ist. Und wenn man vielleicht mal 2 Pay-Per-Views doch hat, einer vielleicht ganz am Anfang des Monats, einer ganz am Ende, geht das dementsprechend nach oben. Aktuell habe ich aber auch den Fight Pass bei mir wieder verlängert. Wenn ihr Neukunden seid, und nein, jetzt kommt nicht irgendwie ein Nutzt den Code Paco der Schönling 10 oder so, sondern wenn ihr Neukunden seid, kriegt ihr aktuell, glaube ich, nochmal 20% oder 30% Rabatt, wenn ihr den ganzen fürs ganze Jahr direkt den Fight Pass holt. Ganze Jahr kostet, glaube ich, knapp 85 Euro. Es geht noch ein bisschen was runter. Für knapp 60 Euro könnt ihr euch den Fight Pass aktuell sichern. Die haben da 30% sind es, weil 30 Jahre UFC. Ich glaube, noch im Januar für Neukunden. Das nur, was ich gesehen habe. Ich habe es auch schon mir angeguckt, ob man es wirklich anklicken kann. Ja, es geht. Solltet ihr aber über einen Browser machen. In der App hat es nicht funktioniert. Das nur als kleiner Tipp am Rande von mir, weil dann wird die ganze Nummer schon deutlich attraktiver, wenn ihr da... Weiß ich nicht, knapp, aber das ist das dann die 60 Euro, wenn man da einen Fünfer im Monat zahlt für den Fight Pass, dann kommt meinetwegen noch der Pay-Per-View für 18 dazu, dann seid ihr bei 23, okay, dann lohnt es sich, wie ich finde, schon sehr, auf den Fight Pass zu schauen. Das war's von mir für heute, wie immer danke ich euch sehr fürs Zuschauen, passt auf euch auf, bis demnächst und let's fight.